Abschnitt 83, Brief an Herodot durch Epikur. Wenn sich daher dieser Begründungszusammenhang als fähig erweist, mit Genauigkeit festgehalten zu werden, so wird mancher, wie ich meine, auch wenn er nicht zu allen genaue Einzelerklärungen fortschreitet, dennoch eine unvergleichliche Überzeugungskraft gegenüber den übrigen Menschen gewinnen. Denn er wird sich schon von sich aus vieles von dem klar darstellen, was durch das vollständige System von uns im Einzelnen genau erklärt wird. Und wenn er allein diese Kapitel ständig in Erinnerung ruft, so werden bereits sie ihm helfen. Denn sie sind so angelegt, dass gerade jene, die schon zureichend im Einzelnen genau erklären oder sogar vollkommen in die entsprechenden Zugriffe auflösen können, die meisten Untersuchungen über die Allgesetzlichkeit durchzuführen vermögen. Was aber all jene angeht, die nicht ganz und gar zu den vollendeten Forschern gehören, von diesen können manche ohne die Vermittlungsweise des gesprochenen Wortes den gedankenschnellen Durchgang durch die entscheidendsten Gesetzmäßigkeiten vollenden, der sie zu heiterer Gelassenheit führt. Es folgt der Brief an Minoikos. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht.